Spiel 81. Woohoo! Denkt dran, ihr habt jetzt noch 19 Spiele Zeit, eure Tipps abzugeben, wer Gesamttagessieger wird, um dieses schöne Überraschungspaket abzustauben. Es wurden mittlerweile zwei Tipps abgegeben, die zählen. Einmal von Sascha Ego Trip Paint Off, Rob hat Incolorious Berlin getippt, Romanski auch, aber Rob war schneller. Von daher würde Rob zählen. Ihr könnt es aber noch ändern bis zum 100. Spiel. Ist noch ändern erlaubt, beziehungsweise Tipp abgeben. Ab dem 100. ist alles gelockt und 10 Seconds laufen. Köln, Center besetzt, Meier 1, Ken. Flawless von Talent, Ken, Meier 2 und Center. G1, Ken hat es nicht geschafft bei Farbe vor Talent. 3 Pearl gegen 2 Farbe vor Talent. Oh. Jetzt G1 bei Pearl. Das Meier ist gefallen. Pearl rückt von Ken in T-Pack 1. Meier 2 macht feuerfrei auf T-Pack 1. Und der Center bei Pearl weiß nicht, was los ist jetzt. Move von Farbe vor Talent Center in Ken. Bisschen festgefahren. So. Die Pearl-Jungs gehen vor ein Stück von T-Pack 1 auf T-Pack 2. Ja, Farbe vor Talent hat einen weiteren Spieler verloren. Ken rückt weiter über die T-Packs. T-Pack 2 gegen T-Pack 2. Böses Farbenspiel. Ja, das war's. Farbe vor Talent wurde komplett zerlegt gerade. Dankeschön, Player SLK. Outcall von dem T-Pack-Spieler, der hier stammt. Jetzt sind nur noch einer live bei den Pearls. Ah, wird langsam warm. Time. Schön gemacht von den Newcomern, auf jeden Fall. Wacker geschlagen. Mal gucken. Wenn ich das richtig auf dem Tacho habe, ist das der zweite Win für die Jungs oder schon mehrere? Also sagen wir mal so, können einen weiteren Sieg verbuchen auf der Liste, wenn er clean ist. Komm. Komm, komm, Däumchen, 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 Däumchen. Black Pearl kann plus ein noch einen weiteren Sieg auf der Liste heute eintragen. Nächstes Spiel, Smoking Balls gegen 8 Balls. Ball gegen Ball. So, 8 Balls von rechts. Auf der Schattenseite kommt den Jungs, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn sie da schön im Schatten stehen können mit den schwarzen Leibchen. Und mal gucken, was die Smokies diesmal bringen. Müssen ein bisschen aufholen. Ah. Es dauert noch einen Moment. 10 Seconds Call noch nicht, weil noch aus der Kerne ein wenig Luft abgelassen wird. Chris. So. Jetzt ist ready, 10 Seconds können gleich anlaufen. Ja, Respekt an Hacknack, der hat seine Stimme immer noch so kraftvoll. 8 Balls wieder, wie es aussieht, Richtung T-Pack-Seite, schnell unterwegs. Smokies machen das Feld breit. Ja, Maya 2 besetzt, Ken Center. Snake M Balls besetzt, Ken. Und Center Move in Snake M50s jetzt bei den 8 Balls, G1 Smoking Balls. Maya 2 gefallen, nur noch Center und Ken. Jetzt Ken in T-Pack 1.
Center in Can 2 und da kommt schon der Snake Runner und jetzt gibt's richtig Breitseite. Jetzt gibt's Ärger, jetzt gibt's richtig Kerbe aufs Maul und in den Rücken rein. Yep, das war ein schnelles Game, da beginnt auch die warme Deathbox Bolognese. 8 Balls mit 3 Playern alive. Momentan. Spieler werden gecheckt. So wie ich aussieht und ich das richtig sehe, sind nur alle drei da. Willkommen. Check, 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 check. So, der erste ist clean, zweite ist clean. Und dritte Spieler clean. Plus 3 für die 8 Balls. Nice. So, Sunshine Players gegen Paint of Youngblood. Das ist auch wieder interessant. Paint of von rechts. Benny, wir wollen Snake Jump sehen. Der Mann mit der grünen Ego. Meiner läuft. Der Mann mit der grünen Ego bei Paint Off hat uns heute schon einige Schmankerl, was ein Superman in die Snake bedeutet, gezeigt. No risk, no fun. Hat da auch dann André Bambule immer starten können. Schauen wir mal. So, Sunshine Players beraten sich nochmal kurzfristig. Nutzen die Zeit nochmal. Oh, da hat die Stimme gerade nachgelassen. 10 Seconds laufen. In Colorius macht drei. Sunshine Players werden bereit machen. Paint Off läuft. Auf den T-Pack Corner. Maya 1 startet wieder wunderbar durch. Über die Snake Head First. Über die Snake 50s vorbei. Maya 2. Jetzt geht Maya 2 in die Snake. Outgelaufen. So, jetzt. T-Pack 1, T-Pack 2. Oh, Center besetzt noch. Wenn ich richtig sehe, sind noch alle vom Paint of the Life. Der zweite. Ja. Der Fenster. Oh, das gibt hier heute noch irgendwie eine dezente Hassliebe zwischen den beiden Teams, glaube ich. Aber der Mann aus dem T-Pack braucht sich nicht beschweren. Er hatte die Hand nur oben, nicht auf dem Kopf. Und ja, wer nicht lernen will, muss fühlen. So, den Snake-Spieler, den Benny, hat es ja trotzdem noch erwischt, aber wenn ich das richtig sehe, sind noch nur einer alive, wenn ich das richtig sehe. Ja, einer nur noch alive. Von Paint auf, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sebastian, du bist kein Pfand drauf, ja? Einer mit! Immer einer mit, du! Aber du hast recht. Ich meine jetzt mal, guck dir das doch mal an! Gib ihm doch eine Chance. Mach ich! So. So, plus 1 Paint Off. Nächstes Spiel, AOP Youngblood gegen Maddox Welpen. Wenn die Maddox das jetzt weiterhin so halten, sammeln sie weiterhin gute Pluspunkte und können sie noch hochgehen. Okay, Slayer, damit wär's aber der zweite, es wurde schon getippt. Wenn es gewinnen, kannst du das Paket nicht mehr gewinnen. Müsstest du jetzt einen anderen Tipp abgeben, wenn du was drin reißen willst. Wenn du die Chance haben willst, es noch zu gewinnen, weil Sascha hat das schon abgegeben. Genauso wie in Calorious schon abgegeben wurde. Maddox wurde noch nicht getippt, wird abgegeben. Kennst du das Prozedere, wie du was machen musst, oder soll ich es dir nochmal erklären? Ich mach's gleich nochmal allgemein nach dem Game und dann passt es. Falls nochmal neue Leute dazugekommen sind. Ja, da war doch alles schon vorbei. Die trägt sich doch
Ja, es kommt eine K-Paint, Cottbusser Wölfe, 1 wird notiert. AOP hinten aus dem Schatten nochmal einen leichten Huddle gebracht. 10 Second laufen. Maddox sehr Richtung Doppelcenter orientiert. AOP Richtung Tippi. Maddox machen weit auf jetzt doch in die Kellenmeier 2 Center. Der erste im Move Richtung Topek 2 am Head. Cans besetzt und Center. Oh, da geht die Kadenz los. Maddox von der Cam in T-Pack 1, Center von AOP jetzt in Maya 1 gegangen. Jetzt in der 2, Maddox in Snake M jetzt. Gehen weiter vor Snake 2. So, tief jetzt von der Cam in T-Pack 1. Und jetzt versucht AOP den Snake Run zu. Oh. Hat dann rausgebunkert, wurde aber nachgerappt. Oh. Nur noch der Center-Spieler. So Leute, also ihr könnt jetzt noch bis zum 100. Spiel, wir sind jetzt bei Spiel 84, eure Tipps abgeben. Okay, das habe ich verpasst. Man hört die dreckige Lache von Herrn Prante. So, damit haben wir wieder ein Draw. Ne, jedenfalls könnt ihr bis zum 100. Spiel euren Tipp noch ändern bzw. einsetzen, ein Überraschungspaket gewinnen, was vom Paint Supply zusammengepackt wird. Es ist so überraschend, dass wir noch nicht mal hier wissen, was drin ist. Gebt ab, wer Gesamttagessieger wird, schickt uns eine Mail an team@smokingballs.de mit eurem Pseudonym aus dem Chat, Tipp, richtigen Namen plus Anschrift. Und dann werdet ihr auch informiert nachher, wer gewonnen hat am Ende des Tages und kriegt aber trotzdem auch nochmal eine Mail zurückgeschickt. Wer morgen da ist, kann sich das Paket dann auch abholen. So. Aber wie es aussieht, muss ich mir gleich selber was zu trinken organisieren, weil ich werde hier hängen gelassen. So, nächstes Headshots gegen Cottbusser Wölfe. Die Headshots von rechts. Headshots? Nee, von links, sorry. Die Wölfe gehen nach rechts. Und es sind die Wölfe aus dem A-Kader, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich werde mir mal kurz einen anderen Moderator wieder ranpfeifen. Den Chris, den kennt ihr ja auch. Kleiner Augenblick. Gerade keiner zu finden, fahre ich hier oben weiter in der Hitzebox. Ah, das Wellblech heizt weiter, aber langsam verdeckt auch das Häuschen ein wenig Schatten wieder. Es zieht ein kühles Lüftchen auf. Ja, Primo ist mit der Neuerstellung mal beschäftigt. Ich werde mal einen Funkspruch lossetzen. Vielleicht erbarmt sich einer meiner. Könnte mal jemand bitte was Kühles zu trinken hochbringen auf den Turm, bitte? Danke. Wer sind Sie? Der Hubi. Wie spricht dein Gewissen? Ja, danke Thomas, aber mein Gewissen klingt schöner. Hier ist nochmal der Eigenurin. Nix mehr im Tank. So, 10 Seconds laufen. So. Headshots von links machen das Feld nicht breit. Doppelcenter in den linken Corner. Wölfe Snake M. G1 hat es nicht. Der Wolf ins Maya geschafft. Center besetzt. Snake M kommt aber auch nicht wirklich zum Schuss. G2 Center erwischt Snake alleine. Kriegt jetzt ordentlich zu tun. 3 Mann bei den Headshots. Die Jungs spielen das erste Mal ein Turnier, wenn ich das richtig weiß. Oder besser gesagt, erste Saison. Oh, Snake wird jetzt wahrscheinlich eingerannt. Nein, Snake hat einen sicher gekrallt selber. Jetzt die Headshots in Cam und T-Pack 2.
Snake wehrt sich noch ein wenig gegen die beiden. Ja, ist schön weit jetzt. So, jetzt schön im M. Davon ist ein guter Spot. Man hat eigentlich genügend Schatten. Jetzt muss er nur aufpassen, weil er von zwei Seiten kriegt. So, jetzt links raus. Komm, Junge. Ja, da hat er sich noch eingeholt. 1-1. Ja, schade. Schade. So. Ganz gemächlich holt der Headshot sich den Punkt. Geil gemacht. Sammeln sie ein wenig Punkte. Wenn er noch clean ist. Man weiß